was Sie in Ihrem Antrag fordern, ist verantwortungslos. Aus den Notizen entsteht das amtliche Protokoll. Punkt. Etwas anderes. Wer darin nachzählt, stellt fest, Zuruf. Dazwischen gerufen wird jetzt mehr als früher. Vor allem aber notieren die Stenografen viel mehr Lachen und meinen damit nicht Heiterkeit. Wenn jetzt ein Redner spricht und erzählt zum Beispiel einen guten Witz und es gibt allgemeine Heiterkeit im Saal, dann ist das Heiterkeit. Dieses Lachen, das hat noch so eine andere Dimension. Das ist eher ein höhnisches Lachen, vielleicht auch ein Verlachen. Das ist ein Lachen, das meistens vom politischen Gegner kommt und das vielleicht so ein bisschen verächtlich ist in Richtung des Redners. Dass ausgerechnet diese Leute Sprache als Kulturgut im Grundgesetz verankert haben wollen. Unfassbar! Die AfD-Fraktion steht für Ehrlichkeit und Redlichkeit in der Politik. Mit uns wird nichts zurechtgebogen, meine Damen und Herren. Dieses Verlachen war in den ersten Monaten der letzten Wahlperiode mehr als 200 Mal zu hören. Im gleichen Zeitraum der jetzigen mehr als dreimal so oft. Am häufigsten höhnte die AfD, gefolgt von den Grünen und der SPD. Lachen und Zwischenrufe sind erlaubt. Bei persönlicher Beleidigung ist Schluss. Bei aller Erregung, die nachvollziehbar ist, ist der Zuruf, Sie haben eine Macke, unparlamentarisch. Ich habe eben den Zwischenruf Hetzerin gehört. Den rüge ich. Der Schriftführer bestätigt, dass hier aus der Fraktion Die Linke der Zwischenruf Nazi kam. Den muss ich rügen.